Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Spielvorstellung. Und dieses Spiel heißt Dogkickers. Das ist schon ein bisschen älter. Ich habe es schon über ein Jahr, vielleicht 2 Jahre in meiner Bibliothek. Aber ich dachte, das spiele ich jetzt heute einfach mal. Das geht hier um einen SWAT. Ja. Man sieht hier so ein paar Polizisten, die hier so Spezialausrüstung tragen. NCPD, also das NC, keine Ahnung, ja, New City oder sowas. Also eine fiktive Stadt, ist jetzt nicht irgendwie an eine bestimmte Stadt gebunden. Und ja, das ist so ein Top-Down-Strategiespiel. Ja. Also Strategie gar nicht, Taktik einfach. Ja. Also Special Weapons and Tactics heißt es ja. Ja. Es geht also um die Taktik, hier bestimmte Sachen zu erledigen. Ja, also gibt es halt so Trainingsgebäude, ja, das sind so die einzelnen Missionen. Da sieht man halt erstmal alle Leute umbringen. Es gibt dann aber auch so Geiselnahmen, Geiselnahmen mit Bedrohung. Hier ist so Pistole dran, Bombenentschärfung und so weiter habe ich aber noch gar nicht gespielt. Also das hier sind so die ersten paar Missionen, die ich getestet habe. Und hier sieht man schon, da werden die Sterne ein bisschen weniger, ja, weil das halt schwieriger wird. Sterne gibt es dafür, dass man das in einer bestimmten Zeit schafft und dass man einen Plan ausführt und den nicht unterbricht. Also Planung ist alles. Und am besten gucken wir uns das in der Kampagne an, weil die Wiederholung kann ich nicht zeigen. Ja, die sind von einer älteren Version, das geht halt jetzt nicht. Aber ja, Kampagne. Ne? Da gibt es so in verschiedenen Schwierigkeitsstufen, harter Arbeitstag, Drogenzugriff, Zelle, sogar noch mehr, wie ich das gerade sehe. Terror auf See, Anzüge und Streamer. Noch gar nicht gesehen. Okay, früher gab es nur 3. Cool. Ja, dann gehen wir doch einfach mal los hier. Ein harter Arbeitstag, ja, ein gewöhnlicher Tag in der Einsatztruppe und so weiter. Also die erste Mission. Ich habe die schon mal gespielt. Ja. Also ich habe das erste Mal im Ironman-Modus gespielt und damit meine bisher gut ausgebildete Truppe verheizt, weil dann doch ein paar Leute verloren gegangen sind. Und ich dachte, das wäre jetzt dann okay für die Kampagne und danach hat man die wieder und nee, die sind alle weg. Also los geht's. Also das hier ist so das Einfachste, ja, die erste Mission dieser Kampagne. Man kann so ein bisschen aussuchen, was man hier macht. Ne? Also das sind so die verschiedenen Einsatztruppen und ich wechsle dann doch nochmal und sage, ich hätte gerne den Scout vorne stehen und dahinter einen, weil der Scout, der hat so eine Sprengeinrichtung, ja, für die Tür. Also das ist so ein Door Breach. Quasi Explosion, um die Tür aufzumachen, gleichzeitig Flashbang, um die Leute dahinter zu betäuben, falls da jemand steht. Man hätte aber erstmal gucken können. Ja, also das ist jetzt so gemacht, aber muss eigentlich nicht, ne? Und hat vor allen Dingen nicht geholfen für diesen Typen, weil er zu weit weg stand. Also normalerweise macht man das, wenn jemand direkt hinter der Tür steht. So, und man würde die Tür aufmachen und der würde das sehen und gleich schießen oder so, weil er das beobachtet oder möglicherweise selber Handgranaten schmeißen und so weiter. Da gibt es ja ganz, ganz schlimme Sachen, was die da alles machen für diese Verbrechertypen. Naja, und ja, so versuche ich die also jetzt hier einigermaßen geordnet hier durchgehen zu lassen und nicht zu weit auseinander zu kommen. Aber es ist mir noch nicht ganz gelungen. Also man hat schon gesehen, der erste ist halt rein und die anderen sind halt hinterher und da war die Lücke einfach zu groß. So funktioniert das nicht. So macht es ein SWAT nicht. Okay, die gehen jetzt hier so langsam vor und es geht halt immer darum, sozusagen alle Bereiche abzudecken. Sozusagen, ja. Also dass wenn er unten. warum guckt er jetzt nach unten? Hat da gepennt. Wenn er jetzt nach unten ins Badezimmer geht, oder diese Leiche in der Badewanne liegt, dass er ihm dann nicht in den Rücken geschossen wird. Ne? Also da muss jemand eigentlich parallel die andere Tür absichern und nach vorne gehen. Da habe ich hier jetzt noch nicht so drauf geachtet. Aber das war jetzt in der Mission auch nicht ganz so schlimm. Das wird nachher vielleicht wichtiger. Ne? Also hier sage ich zum Beispiel, ich will den Scout nicht nehmen und nehme stattdessen den Truck. Der hat so eine Combat Shotgun. Das ist also eher für kurze Distanzen und für Tür aufmachen. Also Shotgun ist auch Door Breach. Ja, also das sind spezielle Munition, hat man da normalerweise drin und kann damit auf die Tür angeln oder das Schloss schießen und schießt es einfach raus. So, es geht mit einer Shotgun viel besser als mit einer Pistole oder so. Und hier könnte man jetzt überlegen, eine richtige Planung zu machen. Ja, so dass man hier, man hat eine Doppeltür sozusagen und setzt dann 2 Leute ran. So, ein links, ein rechts. Ja, und die gucken erstmal Richtung Tür und der andere rückt direkt nach. Und der unten steht, der geht erstmal an die Wand ran. Und man weiß nicht, wir sehen schon 2 Geiseln da unten in der Sitzgruppe, aber keine Gegner. Die sind irgendwo anders. So, dann sagen wir Flashbang.
Und zwar von beiden Seiten. Eine hier. Und Goku und Alpha. Und an der Stelle penne ich wieder. Aber werdet ihr gleich sehen. Ich nehme das jetzt im Nachhinein auf, falls es noch nicht aufgefallen sein sollte. Also ich spreche jetzt drüber sozusagen über das, was ich gespielt habe. Weil es doch wichtiger ist, sich zu konzentrieren, wenn man es spielt. Und nicht drüber zu quatschen. Insgesamt geht es einfach schneller. Also wenn ich jetzt hierbei auch noch sprechen würde, würde das irgendwie 3 Stunden dauern. Oder so, die ganze Kampagne, statt 30 Minuten. Und jetzt eben Waiting for Alpha. Also ich gebe jetzt den Alpha-Code und dann ist es der Typ, der geht halt zur Fensterscheibe, bevor die Granaten, die Blendgranaten reinschmeißen, weil er eben auch mit Alpha losgeht. Und das ist halt total blöd, wie es von mir sozusagen hätte ich anders machen müssen. Wir haben hier so ein bisschen Deckung hinter dem Schreibtisch, das kann man nutzen. Aber der Typ da unten am Fenster steht eigentlich ziemlich gut, also der hat einen super Sichtbereich und jetzt können wir den halt so nachziehen, dass der auch mit reinkommt. Und jetzt müssen wir halt sehen, ne, dass jemand vorrückt und jemand anders halt sichert. Ne, dass, also der steht, hat immer einen sichereren Schuss als der läuft. So, wobei die natürlich trainiert sind und wie gesagt, ich habe die ja schon eine Weile, also ich habe schon ganz viele Squad-Punkte gesammelt und so, die sind eigentlich austrainiert, was das angeht. Also die können auch beim Laufen schießen mit allen Waffen auf allen Distanzen und so. Aber trotzdem würde ich sagen, jemand, der steht, hat einfach einen sichereren Schuss. So, deswegen habe ich jetzt halt einen sozusagen vorrücken lassen, den anderen hinten stehen lassen. Und er wirft eine Blendgranate rein und dann wird er höchstwahrscheinlich gleich nachrücken. Und vielleicht gleich weitergehen, um hinten in die, keine Ahnung, Aktenschrank oder was oder so. Ja, wird man ihn jetzt gleich durchgehen lassen können. Wobei, man kann halt da hinten auch noch mal eine Blendgranate reinwerfen, aber die Tür war wieder so, da war wenig Platz sozusagen. Also wenn man die Tür aufmacht und man ist selber schon im Schussfeld, dann ist eher nicht so gut, eine Blendgranate reinzuwerfen, sondern dann kann man gleich mit gezogener Waffe rein sozusagen. Also geht man ja sowieso, aber ich meine, dann kann man gleich schießen. So, hier sehen wir so eine Untertürkamera. Die haben auch nicht alle dabei, also ein paar Leute haben eine, das kann man sich selber aussuchen, wie ausgerüstet sind. Also da gibt es insgesamt Waffen und so Sachen, so Gegenstände. Man kann auch mit dem Taser gehen und so, aber braucht man eigentlich nicht. Also einen Taser habe ich noch nie gebraucht. Und hier wäre jetzt die Planung, eben einen gleichzeitigen Eintritt zu machen auf beiden Seiten. Und aber auch über die Fensterscheiben einen Blick auf die Mitte zu haben. So, auf der linken Seite hat er die Flashbang irgendwie, das hat er nicht gespeichert. So, und jetzt wieder so in der Mitte fange ich schon wieder an zu schießen. Ne? Und das ist so, ja, schlechtes Timing. Ne? Und die Typen, die stehen zu weit weg auf der linken Seite von der Tür. Die müssen dichter an die Tür ran. Weil jetzt geht der Scout, sozusagen, der so leicht da so mit kurzen Ärmeln und so weiter nicht richtig gepanzert ist und so weiter, der geht jetzt alleine rein und steht dann drin. Mindestens eine halbe Sekunde oder Sekunde, bis die anderen Typen nachgerückt sind. Ja. Und da war noch einer hier unten in der Ecke. Ja, und da, jetzt kommen die erst halt rein. Ja, wir haben zwar die Mission abgeschlossen, aber da will ich jetzt dann doch nochmal versuchen, nochmal neu zu machen. Na, wenn wir den Eintritt gleichzeitig machen, also gerade auf der linken Seite, dann wird das deutlich besser. So, heißt aber nicht, dass jetzt die Gegner wieder da stehen. So, also ich gucke diesmal nicht mit dem Glas sozusagen, also mit dieser Kamera, sondern fange halt direkt mit der Blendgranate an, ziehe dann Leute in die Mitte und mache jetzt den Eintritt erstmal auf der rechten Seite. Das müsste eigentlich funktionieren. Der geht jetzt, ja, nicht in die Mitte, nee. Nee, der geht dem hinterher und der mit dem Schild, der wechselt die Seite. Das ist, glaube ich, ganz okay. So, und hier auf der linken Seite muss ich überlegen. Also erst rechts. Und ne, gleich hinterher ziehen können. Also nicht erst loslaufen lassen, sondern beide gleichzeitig laufen lassen. Da ist eine Lücke zwischen. Ja, das ist nicht gut.
Wieder ist einer getroffen worden. Und ich weiß noch nicht von wo. Der aus der Mitte schießt, ne? Und der unten kann ihn nicht sehen. Unten hat keinen Schuss, weil da die Säule in der Mitte ist. Das hätte der Typ rechts machen können. Also unten rechts, das rechte Fenster. Der Typ hätte eher da sein müssen, dann hätte er den in der Mitte oben erwischt, bevor er meinen verwundet. Und jetzt müssen wir sehen. Also, ja, wahrscheinlich ist jemand in der U-Bahn. Sagen wir mal, es ist ein Zug, ne? Also U-Bahn vielleicht nicht, weil eine Toilette drin ist. Ich würde mal sagen, das ist ein Nahbereichszug. Vielleicht. So, gehen wir mit Blendgranate rein. Ja. Okay. Verbessertes Ergebnis. Ausgezeichnet. Was ist das hier? Ein Drogenlabor. Ja, okay, eine Drogenrazzia. Schwierige Mission. Habe ich ja jetzt schon ein paar Mal gemacht. Und war also wirklich, ist wirklich schwierig. Weiß ich nicht, wie man alle Punkte bekommt. Also alle 3 Sterne. Wahrscheinlich muss man eine gewisse Menge an Drogen sicherstellen. Und da bin ich einfach nicht schnell genug. Wahrscheinlich sollte man mehr Sprengladung mitnehmen, ne? Weil, also diese Tür ist verschlossen. Ja, das kann man mit einer Sprengladung machen. Ich weiß nicht genau, ob der Typ im Blast Radius ist, sozusagen. Ja, und das abkriegt, werden wir sehen. Ja, okay, ist also ausgeschaltet. So, der Scout war verwundet. Den stellen wir einfach mal in die Ecke. Den nehmen wir nicht mit. Und ziehen jetzt alle Leute nach. Und was man eben nicht wusste, ist, dass diese Tür auch verschlossen ist. So, jetzt verlieren wir halt Zeit, ne? Weil die wissen, ah, sie sind da. Also die Polizei, ne? Und die fangen jetzt an, die Beweise zu vernichten. Und da verlieren wir halt Zeit, jetzt da reinzukommen, ne? Wir müssen uns beeilen. Ja. Vielleicht würde es mit dem Hammer schneller gehen, die Tür aufzumachen. Oder eben mit einer Shotgun, weil im Augenblick ist ja eigentlich egal. Ein Stück rangehen. Also wenn der Gegner sowieso schon weiß, dass man da ist, dann kann man auch Lärm machen. Dann muss man nicht hier Ja, manchmal geht so eine Blendgranate auch schief. Aber war trotzdem gut, also eigentlich eine gute Idee. Waren 4 Gegner in dem Raum. Jetzt müssen wir mal überlegen, wer hier was macht. Zwei Leute auf die linke Seite. Die sind auch noch unterschiedlich schnell, ne? Also man muss ja wirklich sehen, dass man die Laufgeschwindigkeiten berücksichtigt. Die können hier durch diese Gittertür gucken. Wir haben einen Bolzenschneider dabei, um die aufzumachen. Und ich glaube, die Laufgeschwindigkeit hat mit dem Training zu tun, also wie lange man die schon hat, aber auch mit der Rüstung, die sie tragen. Und da müssen wir natürlich darauf achten, dann bei der Ausrüstung der Leute, dass man halt Pärchen oder Grüppchen bildet, die immer die gleiche Rüstung tragen, damit sie eben auch die gleiche Laufgeschwindigkeit haben. Ich glaube, es liegt eher an der Rüstung als auch eine blöde Idee gewesen. Ne? Ich stehe halt in der offenen Tür sozusagen und hinten laufen Leute sozusagen. Also da hat eben die Blendgranate überhaupt nichts genutzt. Und das sind so Sachen, die man halt hier in der einfachen Kampagne, da kommt man noch damit durch. Ich glaube, dass die schwereren Kampagnen, da darf man so eine Fehler nicht mehr machen. Da muss man halt wirklich sehen, dass man die Leute erst in Position bringt, dass die hinter der Tür in Deckung sind, dass man dann die Blendgranate eben so wirft, dass man selber nicht compromised ist. Dass man da keine Treffer abbekommt. Okay, wir haben hier wieder so lange Schussdistanz. Da müssen wir eben auch gucken, dass man da nicht jemanden mit einer Shotgun hinstellt, sondern mit dem Carbine zum Beispiel. Das ist, glaube ich, so für lange Distanzen ganz gut. Das M4. Affirmative. They're getting rid of the dope.
Ja, und wir müssen halt jetzt in deren Reichweite kommen, ne? Also die fangen da unten an, die Beweise, also was heißt, sie fangen an, sie machen immer noch. Ja, ich weiß ja Bescheid. Kleiner Sprint, aber geht nicht, ne? Also man kann ihnen nicht sagen, dass sie sprinten sollen oder so, sie laufen halt so schnell, wie sie können. Und sobald man in der Nähe ist und der unten, da habe ich gepennt, ne? Der unten ist stehen geblieben und guckt zu. Ja, und jetzt sind wir erst in der, also dicht genug dran an den Leuten, dass wir die verhaften können, und da hätte der unten einfach weiterlaufen müssen. Da hätten wir, glaube ich, ein bisschen mehr gesichert. So, können hier Handschellen angelegt werden? Und der da unten einfach rumlaufen, ne? Da unten habe ich einen, der knackt da ein Schloss, was da unnötig ist. Wo klappt das hier? Okay. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir es hier irgendwie noch gesäubert kriegen. Nicht, dass jetzt noch einer so zum Ende hin stirbt. Aber die Türöffnung, ja. Da können wir nochmal eine Blendgranate reinwerfen. Okay, hier ist keiner. Ich glaube, da geht's in die Garage. Wir sichern einfach mal die Tür. Ich glaube aber nicht, dass da noch jemand ist. Und dann können wir hier nochmal gucken, ob in dem Raum jemand ist. Nun, das war okay. So von der Sache her. Also nahezu perfekt. Ja, links und rechts von der Tür gestanden. Dem Gegner kein Ziel geboten. Blendgranate rein. Double Entry. Ich glaube, ich habe Button Cross gemacht. Also da gibt es so Fachbegriffe für. Für die einzelnen Taktiken. Wenn sozusagen links und rechts einer von der Tür steht und dann Double Cross oder sowas? Nee, Double Cross ist von der große Diktator. Dass sie halt über Kreuz gehen, sozusagen. Ne? Also, ich glaube, es heißt Button Cross. Und nicht Button Hook wäre das Umgekehrte, sozusagen. Und Button, damit ist der Türknauf gemeint, ne? Also da, wo der Türknauf ist, dass man halt da sozusagen entweder Hook, also einmal den Haken schlägt und rumgeht. Ja, oder halt Cross, dass man halt diagonal eintritt, sozusagen. Und da legt das Spiel auch Wert drauf, glaube ich, dass man so eine Sache macht. Also dann überlebt man das. Ja, wenn man das so einen Eintritt in den Raum verkackt, dann stirbt man. Wie wir schon gesehen haben in der Mission vorher. Ja, okay, der Laptop oben rechts im Raum war das letzte Beweisstück, was wir brauchten. 2 Minuten 36. Es gibt bestimmt Leute, die das so in, sagen wir mal, einer Minute schneller schaffen. So, jetzt kann man entweder weiterspielen und die Kampagne beenden, oder wir nehmen noch den Haftbefehl mit. Drogendealer-Verhaftung. Vermutlich, weil wir die Mission gerade geschafft haben, ja, hat man jetzt sozusagen die Adresse vom Chef oder so, keine Ahnung, da auf dem Laptop gefunden. Und ja, so ein bisschen Story muss man sich hier vielleicht selber ausdenken. Und der muss jetzt verhaftet werden. Okay, wir haben hier einen Eintritt. Dann machen wir ein Schloss knacken, aber ich glaube, das ist auch wieder Quatsch. Also eigentlich eine blöde Idee. Weil wir sehen ja einen Gegner dort schon stehen in der Hecke. Und das heißt, wir werden ihn gleich erschießen. Man könnte versuchen, wenn der sich nicht bewegt, den zu betäuben. Ja, dass man den also leise ausschaltet. Ich glaube, das geht. Da weiß ich aber nicht, ob so ein Taser in so einer Situation wirklich hilft. Normalerweise würde man einen Taser nicht einsetzen, wenn jemand bewaffnet ist. Ja, weil durch die Krämpfe, die das auslöst, so im Körper, eher sozusagen die Waffe betätigen würde und unkontrolliert irgendwo umherschießt. Deswegen nutzt man Taser nur bei unbewaffneten Leuten, die man irgendwie ruhig stellen will, oder die
halt ein Messer haben oder sowas, ja, womit sie halt jetzt nicht andere Leute verletzen können. Also sie wissen jetzt, dass wir da sind und da wird halt ein Schloss geknackt, so über lange Zeit. Das ist eigentlich Quatsch, also man könnte es irgendwie auch gewaltsam öffnen. So, er guckt in die falsche Richtung. Und der kann nicht übers Auto schießen. Hier steht noch einer an der Ecke. Da hinten noch einer, das ist echt so, oh, der mit seiner kleinen Pistole da. Okay, das sieht eigentlich ganz gut aus. Jetzt können wir links vorrücken und zu dem Eingang da zum Flur gehen. Und er versucht da durchzukommen. Und er stellt sich, ja, an die Seite. Ah, da hat man eben eine Türklappen sehen. Da. Also es sind auf jeden Fall noch, da kommt einer. Ist so ein bisschen gestrichelte Schusslinie, ne? Da stand sozusagen der eigene im Weg. Kann er hier eintreten und wieder den Fehler gemacht, die Leute nicht gleich nachzuziehen. Ja, also der geht jetzt, der erste geht alleine rein und die anderen haben halt 2 Meter Abstand oder so. Und das ist nicht gut. Mhm, okay, das, ja, das läuft so ganz gut. Da kommt einer raus aus der Küche. Links im Flur kam auch einer gleichzeitig, aber hat man alles gut abgesichert. Mal in die Küche gucken. Ja, und bei der Küche fand ich das jetzt in Ordnung, dass halt einer reingeht, ne? Weil der Eingang ist halt in einer Ecke des Zimmers und der eine, der da reingeht, der kann halt alles einsehen sozusagen. Da müssen jetzt nicht 2 Leute rein. Also es würde jetzt nicht helfen, wenn einer noch hinterher geht oder so. Das würde da, glaube ich, keinen Unterschied machen, weil die sich ja sowieso gegenseitig behindern, wollen sie sagen. So, wir hatten jetzt den ersten Zang, der geradeaus geht. Nach oben, genau, da stand auch noch ein Gegner. Der andere steckt gleich den Haken unten zum, keine Ahnung, Computerraum oder was das ist, Sicherheitsüberwachungsraum oder sowas. Und der andere halt geradeaus in die Toilette rein. Und so hat man halt 3 Winkel da gleichzeitig abgedeckt und ich glaube, das war eine ganz gute Situation. Also es sah professionell aus, also hätte ich mir das gewünscht. So wechselt man die Etage. Erstmal gucken, was wir da haben. Da steht halt jetzt ein Gegner direkt ausgerichtet auf die Tür. So, da wäre so eine Sprengladung ideal. Ja, macht die Tür auf und schaltet den Typen aus. Und ich habe nichts davon bei. Und Tür aufmachen und eine Blendgranate werfen ist keine Option. Also ist totaler Quatsch, weil der Typ, der mit der Blendgranate hantiert, kann nicht schießen, ja, und wird in der Zeit selber erschossen. So. Der hat den Hammer dabei zum Öffnen, das ist eine Möglichkeit. Und er hier ist, glaube ich, der mit der Shotgun. Das mache ich. Ich schieße die Tür auf und hoffe, dass eben der Schuss auch... Ja. Okay, hat nicht funktioniert. Ne? Also ich dachte, dass vielleicht der Schuss auf die Tür angeln oder so, dann auch den Typen irgendwie dahinter an. Ja, angreift irgendwie. Aber na gut, dafür standen wir halt zu zweit hier. Also das war dann auch wieder gut. Ne? Tür offen und der andere Typ hatte seine kleine Waffe gezogen. Der konnte den dann gleich ausschalten. Also alles gut. Hier ist es knapp. Ne? Also das ist halt so super, super eng. Ne? Und das muss man sehen, dass man es hinkriegt und der Typ stand eigentlich noch, also der Point war sozusagen, der vorne stand, der als erster lief, der stand noch in der geöffneten Tür, ne? Und der andere ist dann sozusagen da, hat den Haken da rumgeschlagen. War nicht ideal. Also hier war der Raum zu eng dafür eigentlich, um das so zu machen. Normalerweise ist halt jemand Point und der geht an den Türen vorbei und hält sozusagen die 12-Uhr-Position im Auge und die Leute hinter ihm gehen dann in die Türen rein. Aber eben, sie müssen es halt so machen, dass der Typ, der vorne steht, da nicht irgendwie kompromittiert wird. Okay, ja, der eine stand ein bisschen zu weit vorne. Hier haben wir die Zielperson. Ja, leistet auch keinen Widerstand. Können wir verhaften und ja, Mission abgeschlossen. Sehr gut. 1 Minute 38, auch okay.
Geht vielleicht schneller. Und jetzt ist noch die Frage, woher ich das alles weiß. Ne? Ich habe früher, also ganz früher, viel Zeit verbracht in einem Spiel wie SWAT. Also es heißt SWAT, Teil 3 und 4 habe ich, glaube ich, gespielt. Dann habe ich Spiele gespielt wie Rainbow Six Rogue Spear. Und das im Koop-Modus, also mit Freunden, die auch gesagt haben, ja, wir wollen das so realistisch wie möglich machen. Ja? Also wir haben halt Spiele wie SWAT gespielt, also sowas hier, nur im First-Person-Shooter. Wir haben uns Videos angeguckt, die diesen Spielen beilagen. Also da gab es halt so Trainingsvideos zu sehen, wie ein SWAT. Also ich glaube, es war das LAPD, ich glaube, es ist das bekannteste, ne? Weil es halt immer LA und so, Film und Fernsehen, ja? Bekannt aus Film und Fernsehen, wie die da trainieren. Und da hat man halt so die ganzen Befehle gehört, die da gerufen werden und so. Und das haben wir halt so nachempfunden. Man sind halt durch so eine Level hier durch, zu viert, manchmal waren wir zu sechs, manchmal auch zu acht, also so in den besten Zeiten in unserem Clan. Und haben halt das eben so realistisch wie möglich eben nachgebaut, nachempfunden. Okay, Blendgranate ist raus. Jetzt gehen wir sozusagen auf beiden Seiten rein. Und ich wechsle jetzt die Seiten mit ihm hier. Eigentlich hätte man auf beiden Seiten sozusagen mit vier Leuten gleichzeitig reingehen können. Aber die Leute auf der rechten Seite haben beide ein Schild. Also sie sind schlecht positioniert. Also auch ein Fehler sozusagen im Setup von mir. Also das Schild hätte dann links und rechts sein müssen oder so. Der oben hat die Tür eingeschlagen mit dem Hammer und es hat doch ganz schön lange gedauert. Also ich dachte, es geht deutlich schneller. Wenn man das sieht im Fernsehen, ja, die haben ja eigentlich so eine Ramme. Vielleicht gibt es auch noch eine Ramme. Also ich habe jetzt vielleicht so einen Breacher-Hammer, der halt ein bisschen mehrere Schläge braucht. Und die Ramme ist einfach größer. Ja, ist wirklich so wie Mittelalter ungefähr. So eine riesige eine Ramme, die man einmal gegen die Tür haut und dann ist die offen. Muss ich mal gucken, ob es das gibt und dann nehme ich die mit. Aber es kann sein, dass die... Nee, wird auch von einem bedient. Also müssen nicht zwei Leute machen. Okay, also der Eintritt auf der linken Seite ist fertig und hier rechts ist halt echt viel. Wir müssen, glaube ich, erst die Mitte sichern. Also ich würde... Ja, da kommen Leute raus. Also rechts würde ich erstmal ein Auge drauf halten und gucken, dass wir den linken Bereich sichern. Weil da haben wir extrem viel. Oben die Toiletten, die Abstellkammer, Schlafräume, links nochmal Küche und Toilette. Und dann müssen wir sehen, dass wir erstmal das sichern. So, aber rechts, die beiden Typen mit den Schildern, die sind echt unnütz irgendwie. So, ich glaube, hier können wir aufmachen. Ja. Ist zweifelhaft der Move gewesen, glaube ich. Also Tür aufstoßen, weil es standen halt zwei Leute in der, also im Sichtbereich sozusagen, wenn jetzt jemand hinter der Tür gestanden hätte. So, hat er hier? Ne, er hat keine Blendgranate. Doof. Ich mache erstmal auf der anderen Seite weiter. Hat irgendeiner? Der eine Blendgranate, er hat eine. Okay, nehmen wir den Schlafraum. Ja, aber auch hier ist so eine Situation. Also der Typ, also der gerade ausgewählt war, der blaue, der steht halt noch im Öffnungsbereich der Tür oben rechts. Also wenn man die aufmacht, so, könnte sein, dass es schief geht, sowas. Okay, gehen wir durch, dann rücken wir mit dem vor. Und nehmen den Raum oben später ein. So, langsam vorrücken. Dieser Cursor, den man hat, der ist so ein bisschen magnetisch, so an der Wand lang. Ich versuche jetzt da vorzugehen, ohne in die Tür reinzugehen. Also erstmal Tür passieren. Und der Nächste, der sozusagen nachrückt, der macht die Tür auf. Was sollte er eigentlich auch erstmal, ich hoffe, ich denke dran, wenn unten der Typ weg ist. Okay, war erstmal keiner. Könnten wir mit einer Blendgranate nochmal eintreten?
Hoffen wir, dass keiner hinter dem Pfeiler steht. Okay, alles gut. Und jetzt kann er hier sich nochmal kurz dahin drehen und dann da reingehen. Ja, also das ist hier sehr gestückelt, die Mission, ne? Also sehr groß, sehr umfangreich ist. Und ich pausiere immer zwischendurch. Und dieser Planungsmodus, man kann halt eigentlich die komplette Mission planen von Anfang bis Ende. Und manchmal ist es so, dass es dafür dann nochmal extra Punkte gibt. So, ein Bienchen. Ja, dafür, dass man es halt gemacht hat. So, und es ist jetzt besser gewesen, oben der Eintritt in die Küche, weil halt der Typ die Möglichkeit hatte, die Blendgranate reinzuwerfen und eben durch die geöffnete Tür keiner in Gefahr gerät. Also der ja noch gegenüberstand. Also der Typ, der unterhalb der Türöffnung da steht. Ja, und das war blöd. Also der Typ stand schon ausgerichtet auf die Tür und schießt halt sofort. Also da habe ich jetzt wieder jemanden verwundet. Hätte man noch anders machen. Ja, Kampagne geschafft. Hat David gesagt, super. Einer ist verwundet, einer schwer verletzt und alle Geister sind befreit und 3 Sterne fehlen mir. Irgendwie, oder? Weiß ich nicht. Ja. Kann also verbessert werden. Naja, das ist Dorkickers. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, einen netten Kommentar schreiben und ja, bis zum nächsten Mal.